Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mich ein bisschen fertig gemacht. Ganz kleines bisschen. Wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, experimentiere ich immer ein bisschen. Und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit meiner Schminke heute. Außer, dass das Make-up ein bisschen zu dunkel ist. Ein bisschen ist gut. Sondern es ist sehr dunkel. Ja, keine Ahnung. Es ist vom Licht zu Licht immer unterschiedlich, wie das immer aussieht. Aber ich hoffe, euch gefällt es. Ein bisschen. Und ja, ich werde heute wieder einen Blumenkasten bepflanzen, vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht. Den Vlog, den ich gestern gedreht habe, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt an. Ich war im Möbelgeschäft und im Baumarkt und ich habe ja was vor. Ich möchte hier einen neuen Arbeitstisch haben, und zwar einen Glastisch, und da suche ich mir ein paar Sachen immer heraus zusammen. Ja, das wird so ein kleines Projekt für mich sein. Ich weiß, wie der aussehen soll, aber ob das man so umsetzen kann, ist immer eine andere Frage. Ja, wie gesagt, ich möchte heute einen oder zwei Blumenkästen bepflanzen mit den Blumen, die ich gestern gekauft habe. Wie gesagt, schaut euch diesen Vlog an, den ich vorher gedreht habe. Und da habe ich auch ein kleines Update gemacht, was auf dem Balkon passiert gerade. Als allererstes aber möchte ich einen kleinen Asus-Haul zeigen. Ich habe nämlich zwei Sachen bestellt und eine habe ich schon an. Ich wollte was haben, was ich zu Hause so tragen kann. Und zwar aber, dass es halt zusammenpasst und schön aussieht. Eine Sache trage ich hier schon und ja, zeige ich euch jetzt erstmal im Groß. Das ist die erste Sache, und zwar ist das so ein Teiler, den ich hier schon so eingesaut habe. Hallo. Ich habe nämlich bei Asus jetzt wieder dieses Overnight Express aktiviert. Das kostet 15 Euro im Jahr und man bekommt die Sachen schon am nächsten Tag geliefert mit UPS. Und ich habe deshalb das aktiviert, was mich immer genervt hat, dass man immer zu DHL muss, um die Sachen wieder wegzuschicken. Deswegen habe ich da eine Weile nichts mehr bestellt. Hallo. Und jetzt kann man das auch per Hermes zurückschicken, und weil mal bei mir Hermes vor der Tür ist, habe ich gedacht, okay, ich versuch's. Und was auch an Asus cool ist, die haben ganz viele Markensachen, also auch Designersachen teilweise, ganz gut reduziert. Das finde ich auch ganz cool. Die ganz billigen Sachen würde ich jetzt nicht mehr so kaufen, oder die ganz günstigen, billig ist total blöd zu sagen, würde ich nichts mehr kaufen oder selten. Und ja, hier habe ich außerhalb Sachen für zu Hause. Die würde ich natürlich günstig kaufen, weil du trägst ja nur zu Hause. Und wie gesagt, wie diese Einteiler. Ich finde, der sieht voll gut aus. Und der macht mich auch gar nicht dick oder so, was beige ein bisschen schwierig ist. Aber er ist, also für zu Hause reicht er auf jeden Fall. Aber der ist hier so leicht durchsichtig und total empfindlich. Das heißt, man kann sehr schnell die Unterwäsche dadurch sehen. Deswegen müsst ihr euch Unterwäsche ohne Ränder kaufen, sozusagen. Also das sind diese nahtlosen Unterwäsche. Ich habe zum Beispiel jetzt welche bei New Yorker gekauft. Die sind günstig und ja, halten eigentlich was aus. Und ja, das Oberteil ist jetzt Größe 40, glaube ich. Das Oberteil ist aber, die Hose sitzt, und wenn ich die nur mal kleiner machen würde, würde das ein bisschen mir zu eng sein, und was ich auch voll witzig finde. Man denkt, dass es zum Zuziehen ist, aber das ist einfach nur dran genäht. Da kann man nichts zuziehen, voll blöd eigentlich, ne? Ja, das Oberteil, das ist ja ein Teiler, eine Größe also. Das Oberteil fällt zu groß aus. Wenn man sie nach vorne bückt, dann kann man schon was sehen. Vielleicht kann man da auch so ein Unterteil noch drunter anziehen, dann ist man sicher. Aber ich trage es gerne zu Hause und was weiß ich, zum Gartenarbeit auf der Couch rumzugammeln, was ich auch cool finde. Taschen hier drin, also Seitentaschen, was ich cool finde. Ja, ich habe überlegt, ob ich es zurückschicke, aber nein, ich lasse es. Ich behalte den einfach und hoffe, dass er beim Waschen ein bisschen eingeht, und ja, vielleicht ziehe ich da auch was drunter an, mal gucken. Ja, man sieht deutlich, dass da ein bisschen hier einfach zu groß ist, ne? Aber egal, das reicht mir schon, das passt schon irgendwie. Ja, und ich habe noch eine Tasche bestellt, eine von Valentino bei Mario bei Valentino.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Immer wenn ich Videos drehe, vergesse ich alles, was ich eigentlich weiß. Das ist total blöd. Ich zeige euch das. Ich habe ja in einem Vlog gesagt, dass ich eine kleine rote Tasche suche, die mit einer goldenen oder silbernen Hand wäre. Und bei Asos gab es nochmal zusätzlich 20% Rabatt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich bestell die mal und gucke, wie die aussieht. Und sie ist da. Die ist so klein. So, so klein. Wahnsinnig klein. Aber total süß. Also ich glaube, das ist die kleinste Tasche, die ich besitze. Ich weiß auch nicht. Ach, sehr niedlich. Wie heißt denn das? Mario bei Valentino? Ich habe es total vergessen, wie das heißt. Doch, Mario Valentino. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich von Valentino abstammt. Ich habe mal gelesen, dass es nicht so ist, aber ich muss das nochmal recherchieren. Ja, eigentlich wahnsinnig süß, finde ich. Also ich habe einfach eine Tasche gebraucht zum Ausgehen, die nicht so riesig ist. Einfach, wenn ich mit meinem Mann jetzt zu Abendessen gehe oder sowas ähnliches. Einfach eine kleine süße Tasche, aber die ist schon fast so klein. Ich weiß nicht, was da alles reinpassen würde. Sowas halt. Ich habe das bei Olesias Welt gesehen und fand das total hübsch. Ich fand, es ist total süß. Kleine rote Taschen. Also wirklich mega süß. Ich überlege, ob ich sie mir wirklich behalte für den Preis. Sie hat jetzt so goldene Hardware. Und ich glaube, rote Taschen kommen jetzt in Trend. Also diesen Must-Have diesen Sommers wird das wahrscheinlich sein. Süß die ist. Die ist Wahnsinn, oder? Ich mag das Rot. Total sommerlich. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Genau, sie geht hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sie geht hier mit so einem Knopfdruck auf. Hier. Und so sieht die drin aus. Die ist so wahnsinnig klein. Mal meine Hand passt da gerade mal rein. So. Wahnsinn, hier hat sie noch einen Reißverschluss, einen ganz kleinen. Und noch so einen kleinen Kartenfach, ne, hier an der Seite. Wahnsinnig süß, sie hat noch überall Folie, glaube ich. Mit diesen Zeichen hier. Die ist echt süß, wirklich süß. Crossbody. Oder so. Eigentlich wahnsinnig süß. Krass, oder? Also ich finde es schön. Aber für den Preis, ich muss mal gucken, was da reinpasst. Passt da mein Handy rein? Passt mein Portemonnaie? Der passt gerade mal Handy und Portemonnaie wahrscheinlich rein. Und Lippenstift und vielleicht eine Puderdose oder sowas, ne? Aber das ist sowas auch schon. Aber süß. Ich glaube, das ist kein Echtleder. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber ich gucke mal gerade. Also das ist auf jeden Fall ein Kunstleder. Und jetzt gucke ich mal, ob es da reinpasst. Okay, mein Handy passt da nicht so rein. Oh oh. So ein Mist. Dann muss ich die zurückschicken. Weil Handy sollte schon reinpassen. Wirklich, wenn ich so flach rein tue. So. Oh je. Ach, schade. Weil passt gerade mal so rein. Aber eigentlich süß. Ich guck mal heute. Aber ich... Oh, wir gehen hier morgen aus. Und ich wollte sie halt tragen. Beim Ausgehen. Also ich habe ja jetzt mein reguläres Wochenende, also das richtige Wochenende, so wie ihr auch. Und da gehe ich, mein Mann und ich, immer aus, weil wir uns sonst sehr wenig sehen. Weil wenn ich Wochenende habe, unter der Woche muss er natürlich arbeiten. Und wenn der Wochenende hat, muss ich arbeiten. Ne? Und deswegen nutzen wir das Wochenende und gehen halt immer zusammen aus. Und ich muss mir das echt überlegen. Behalte. Ach, schade. Aber süß sieht die schon aus, ne?
Okay, jetzt habe ich 5 Minuten über eine Tasche gesprochen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob ich die behalte oder nicht. Die waren nicht so. Ich muss mal gucken, wie ob ich sie. Wenn sie ein Stückchen größer wäre, so ungefähr, ne? Dann wäre sie perfekt. Wirklich. Naja, mal gucken. Ich leg sie erstmal weg. Gut. Dann werden wir uns gleich an die Arbeit machen und entweder eins oder zwei Blumenkästen bepflanzen. Und ja. Also gut, los geht's. Ich habe jetzt Erde hochgebracht und in den Blumenkasten schon die Löcher durchgebohrt. Ist ja kein Dings, ne? Und ich wollte noch mal was sagen. Ich habe jetzt beschlossen, doch keine günstige Erde mehr zu nehmen, weil die einfach nicht so qualitätsvoll ist und sogar auch schädlich. Und ich werde jetzt doch jetzt immer eine aus dem Baumarkt nehmen oder so, also eine eher gute Erde, weil ich habe einfach gemerkt, dass die Pflanzen erstmal nicht so gut wachsen und zweitens, der kleine Mann hier, die gehen ein, die gehen sogar kaputt. Deswegen habe ich gesagt, nee, werde hier für Kübel und so extra spezielle Erde nehmen, damit sie einfach mehr Kraft einfach gut sind. Deswegen mische ich die auch nicht mehr unten. Ich nehme das insgesamt jetzt dafür so. Jetzt für alle, die den letzten Vlog nicht gesehen haben, zeige ich euch, welche Pflanzen ich nehmen werde. Sunny, ich kann so nicht filmen. Kannst du mal bitte rausgehen oder runtergehen? Unten ist doch offen. Sag hallo. Unten ist doch offen. Geh, mein Schatz. Geh schon. Geh! Ja. Oder mach da Platz irgendwo. Also das sind die Pflanzen, die ich gestern im Baumarkt gekauft habe. Sunny, geh doch mal ein bisschen. Ich wollte halt was auch in den im Winter blüht und gedeiht. So was halt, so ein Zwergspingelstrauch. Da fand ich das cool, dass es so hell ist und weiß, weil ich habe zu wenig Weiß auf dem Balkon. Und dann so eine, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt. Haben wir gestern noch gegoogelt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja, da steht so der lateinische Name immer dran. Dann, Sunny, jetzt geh doch mal bitte. So eine, das sind alles winterfeste Pflanzen, soweit ich weiß, winterharte Pflanzen. Und dann einmal in so ein Rot. Und dann sowas, die blüht dann später auch so bunt oder weiß. Hoffe ich weiß, die auch im Herbst mehr so reinblüht, glaube ich, und dann noch so etwas, so ein Überlebenskünstler, damit auch was im Winter grün bleibt und auch nicht so viel Wasser braucht und so weiter, ne? Wir mögen trocken und sonnig und so weiter. Chinesische Narrenkappe. Ich habe gedacht, ich probiere das mit. Ja, so, jetzt werde ich das Ganze hier in den Blumenkästen reinsetzen. Und ja, eins kommt hier hin wieder, ne? Das kommt ja nach innen und das andere kommt nach außen. Und vielleicht werde ich einer von den großen Blumenkästen umsetzen, irgendwo hier hin. Genau, damit wir da so ein bisschen auch hier hinten was Langes, Großes haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mal schauen. Also ich fange mal an. Ich glaube, das werde ich nicht aufnehmen, oder? Ich zeige euch dann das Endergebnis einfach mal. So, der erste Kasten hängt so klein. Voll komisch, oder? Aber gut. Und ich habe gedacht, ich hänge diesen hier rüber, weil das hier so mickrig aussieht irgendwie. Deswegen werde ich den jetzt hier rüber hängen, damit hier, oder? Damit wir hier auch was Kleines haben. Wisst ihr, was ich meine? Und den hier mache ich hier rüber, damit hier ein bisschen auch von hier auch ein bisschen was Großes wächst. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das mache ich jetzt. So, genau. Und den, ja, den hänge ich da. Den habe ich gerade gesagt, oder? Gut. Also ich habe hier jetzt diese hier reingetan. Hier habe ich 2 Stück reingemacht. Ich denke, das wird alles noch größer und breiter. Deswegen habe ich nur 3 Stück reingemacht. Vielleicht bleibt ja noch was übrig für den dritten Kasten. Wir werden gleich sehen. Weil dann mache ich ja auch nur 3 Blümchen rein. Mal gucken. So, der nächste Kasten hängt.
Und ja, das wird ja alles noch größer und prahler und keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt doch nur 3 reingesetzt. Aber bei den anderen Kästen sind die ja auch richtig prall und groß geworden. Wenn ihr sehen könnt, was ich meine. Obwohl, da sind auch 4 Stück drin. Das kommt immer drauf an, ne? Naja, also ich lasse die mal so. Und ich habe tatsächlich jetzt noch Blumen übrig für den dritten Kasten. Aber ich weiß nicht, wohin mit denen. Wahrscheinlich werde ich das ein bisschen zur Seite so schieben und setze halt noch eins hier hin. Und ja, genau das mache ich jetzt. Da muss ich erstmal Löcher wieder reinbohren und dann zeige ich euch das Endergebnis. Aber so sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Cool. Also wenn ihr hängende Blumen haben wollt, die winterfest sind. Also ich bin kein Experte, ich spreche nur jetzt aus Erfahrung. Dass diese, das sind ja alles Bodendecker eigentlich, Blumenblüten, das hier auch. Und die sind in der Regel halt ja, winterfest. Ne? Also von daher, wenn ihr was suchen, ihr müsst halt mal gucken, zum Beispiel hier, da wird es ja auch geschrieben, winterhart, Standort und Wuchshöhe und wann man die gießen muss, mäßig. Ne? Klein ist immer grün, das heißt, dass die wahrscheinlich auch im Winter grün sind. Deswegen macht das ganz gut als Hintergrund im Winter. Hier ist es auch. Ne? Das sind so Pflanzen, die so ein bisschen runterhängen und halt winterfest sind. Ne? Also hier spreche ich auch nur aus Erfahrung. Aber ich bin, wie gesagt, kein Experte. Ne? Wie ihr seht, ich muss das ja auch alles lernen und gucken und probieren und experimentieren und so weiter. Deswegen, ja, ich mache jetzt den dritten Blumenkasten, das Ganze. Mache ich jetzt ein bisschen so wie da halt, ne? Das hänge ich dann so in der Mitte und die 2 anderen hänge ich halt außen. Sunny, möchtest du auch ein bisschen vloggen? Erzähl. Was hast du zu erzählen? Hm? Erzähl. Was gibt es? Hm? Mein Freund. Erzähl mal, was hast du hier auf dem Balkon gemacht, so alles? No comment? Kleiner. Hey, Kleiner. Sunny. Nein. Okay. Also, ich habe den dritten Kasten hier reingesetzt. Diese Blüte hier, die soll sich voll rasch vermehren. Steht das da? Das ist auf jeden Fall eine Herbstblühe. Deswegen ist sie ganz cool, dass sie hier ist. Ja, voll cool. Da habe ich auch eine reingesetzt. Wo habe ich das gelesen, dass sie sich rasch vermehrt? Weiß nicht. Keine Ahnung, wo ich das gelesen habe. Ich bin gespannt, wann die dann größer werden. Auf jeden Fall habe ich jetzt so eins hier. Dann habe ich hier und hier. Das heißt, die sind so ab, die stehen jetzt so ein bisschen abwechselnd, damit das so ein bisschen, ja, nicht so ein bisschen schöner aussieht von außen und abwechslungsreich ist. Und ich habe einen Blumenkasten ausgetauscht. Ich habe den hier hingesetzt und den hier da hinten. Und bei Gelegenheit habe ich sie noch so gedreht, damit sie so in die andere Richtung. Also die Blumen wachsen immer zur Sonne. Irgendwann wachsen die halt in die Richtung mehr, ne? Also wieder nach außen. Aber solange. Also ich habe nur das gedreht, was ich abnehmen konnte. Das kann ich natürlich nicht drehen, weil die jetzt so wachsen. Ein bisschen sauber gemacht habe ich sie. Also das, was vertrocknet ist, rausgenommen. Das kommt ein bisschen nach außen, ein bisschen nach innen. Ja. So. Ja. Ganz cool. Jetzt muss ich nur noch wieder aufräumen. Und ich habe auch wieder ein bisschen Platz hier. Ein bisschen. Cool, freue mich. So, ich habe jetzt alles aufgeräumt, bisschen gefegt. Irgendwann will ich hier nochmal durchwischen und ich muss mir echt was überlegen wegen Kalkwasser. Das geht so nicht. Also erstens mögen das die Pflanzen nicht und zweitens hinterlässt das total hässliche Flecken und ich muss da doch Untertassen kaufen dazu. Dann wird hier nicht so viel auslaufen. Deswegen, also da bleibt nichts anderes übrig, so wie da halt, ne?
dann bleibt es halt in der Untertasse, das überschüssige Wasser und so weiter, und verdunstet dann bei der Hitze irgendwann mal, weil ich bin, wie gesagt, ich muss es alles lernen. Sieht eigentlich total gut aus, total schön aus. Ich freue mich, wenn das alles größer wird und dicker wird und auch in die andere Richtung wächst und so weiter. Ja, das war es eigentlich hier mit den Balkonkästen. Ich habe gerade geguckt in den Spiegel. Das Make-up ist voll erdunkelt, noch dunkler geworden. Voll schlimm. Wie findet ihr das? Gerade bei Instagram hat mir einer gesagt, dass mir die langen offenen Haare besser stehen. Ich habe gedacht, jetzt wo ich sowieso hier im Garten arbeite, mache ich meine Haare zusammen. Außerdem sind diese 2 Tage nicht mehr gewaschen. Heute Abend mache ich noch eine Haarmaske rein und morgen gehe ich duschen und dann wasche ich sie auch komplett und so weiter. Also, es ist eigentlich fertig mit dem Kästen. Jetzt werde ich nur noch, ich muss mich hinsetzen, das ist ganz schön anstrengend so. Wie gesagt, es ist jetzt fertig mit den Blumengehängenkästen und so weiter. Es ist jetzt sind jetzt sehr viele Blumen da, die schön wachsen und gedeihen. Jetzt werde ich das nur noch so machen. Ich werde jetzt nicht extra immer losziehen und neue Pflanzen kaufen oder so. Sondern, also der Grundstein ist gelegt, das ist alles so stimmig, alles schön voll und schön alles am Wachsen. Jetzt heißt das nur noch pflegen und gucken und recherchieren, wie welche Blume man pflegt oder vielleicht sogar vermehrt oder keine Ahnung. Die Namen stehen ja noch ein bisschen dran teilweise, einige sind schon abgefallen, einige nicht. Ja, wenn ich, das Einzige, was ich halt noch, ja, als nächstes kommt nur noch so dekorieren, Kleinigkeiten verbessern, vielleicht ein Tischchen hin und ja, sich um die Pflanzen kümmern. Ich möchte noch eine Lichterkette hinhängen und das auch nachts schön aussieht. So eine Lichterkette, die halt über die Sonne sich tankt irgendwie. Solarenergie halt. Ja, und wenn wir durch den Baumarkt schlendern oder so oder ich mal Bock habe da drauf, dann ziehe ich los und gucke, ob mir eine Pflanze vielleicht zusagt oder wenn ich jetzt im Internet eine Pflanze sehe, die ich sage, okay, die spricht mich an, dass ich die da mal besorge oder so. Was mir noch fehlt, sind weiße Blumen und ich möchte ganz, ganz gerne noch eine weiße Rose haben überall. Also auch unten in dem Garten und oben, weil hier ganz schön bunt ist, sehr viel grün, aber kaum weiß und das will ich mal ein bisschen ändern. Und nächstes Jahr gucke ich mal, welche Pflanzen ich dann wieder umtopfen möchte. Vielleicht nach unten in den Garten setzen, wenn der Bambus weg ist. Und ja, dann halt neue Blumen reinsetzen, die winterfest sind. Ich denke mal, viele Blumen sind davon nicht winterfest. Die Petunie zum Beispiel ist nicht winterfest. Die muss wahrscheinlich dann nächstes Jahr raus. Ja, ich werde sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ich bin so ein bisschen stolz auf mich, weil das sieht echt toll aus und richtig schön, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, Kleinigkeiten, Verbesserungen noch, ne, Pflege wie gesagt und ja, dekorieren noch. Ganz großes Thema auch noch, ne, diese Weinkisten möchte ich noch anmalen, anstreichen in weiß mit Latexfarbe. Und ja, ja, das nächste Projekt ist natürlich mein Tisch. Dann haben wir ja noch die Terrasse natürlich, das ist natürlich ein Thema, das noch nicht fertig ist. Und natürlich die Zimmerpflanzen, da hat sich ja auch schon einiges getan. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde mich jetzt hinsetzen und weiter an Videos arbeiten. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Seid nicht so schüchtern, gib mir Daumen nach oben. Und über zahlreiche Kommentare würde ich mich natürlich auch freuen. Und natürlich auch neue Abonnenten. Also abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Und ja, schaut auch gerne in die Infobox, da sind auch ein paar weitere Videos verlinkt. Und wenn ihr mögt und weiter gucken wollt oder mich weiter sehen wollt, dann klickt da mal rein. Ja, die Sachen werde ich euch auch in der Infobox verlinken, die ich euch heute im Video gezeigt habe. Ja, das war's. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!